Ellermanns Morning Show präsentiert von Logopack. Führend in RFID- und Strichcode-Technik. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Good morning allerseits und ich hoffe, Sie haben wunderbar geschlafen, Zucker geschlafen. Wir sind wieder heute hier auf DSF mit Ellermanns Morning Show und ich freue mich, dass wir wieder tolle, tolle Gäste haben, denn Luciano ist hier. Luciano ist ja der Pavarotti schlechthin sozusagen. Danke für den Einladung. Musikalisch, ihr seid beide befreundet. Und Charlie Dörfel, den hatten wir vor kurzem schon mal hier. Lieber Charlie, ich habe es angekündigt, ja. Da bist du wieder. Guten Tag. Herzlich willkommen. Bevor wir gleich zu dir kommen, lieber Charlie, denn heute wollen wir über die musikalischen Highlights sprechen. Möchte ich mit Luciano anfangen. Luciano, erzähl uns doch mal und unseren Fernsehzuschauern, wie lange machst du eigentlich Musik? Also ich bin vor vielen Jahren hier nach Deutschland gekommen und habe ich Italienisch gesungen und in einer Band gespielt. Und danach habe ich einen guten Freund kennengelernt und dann habe ich eine deutsche Platte rausgebracht. George Muslina ist der Produzent und hat Musik gemacht. Und ich bin so stolz, dass ich auch Deutsch singen kann. Das ist wunderbar. Ja. Das ist für mich Honore. Und du hast gerade eine neue CD rausgebracht auch, ne? Si, in Italienisch. Genau. Und jetzt, lieber Charlie, habe ich was für unsere Fernsehzuschauer. Sie dürfen anrufen und zwar, was hat Charlie Dörfel vor kurzem rausgebracht? 01, ein Buch oder 02, eine neue Schallplatte bzw. CD heißt es natürlich für Sie. Also, hat Charlie Dörfel 01 ein Buch rausgebracht oder 02 eine Schallplatte? Wählen Sie 013 78 66 67. Plus die jeweiligen Endziffern 01, ein Buch, 02, eine Schallplatte. Jetzt, lieber Charlie, darfst du das natürlich nicht verraten. Und wer in der letzten Sendung aufgepasst hat, der kennt die Antwort. Wir wollen, bevor wir einsteigen auf die musikalischen Erfolge, die ihr beide zu verweisen habt, nachzuweisen habt, möchte ich einmal Prost sagen mit Vitale, unser Zellagon-Partner hier. Prost, das kennst du ja schon und du trinkst es ja nach wie vor. Von Berner, Zellagon Vitale aus den Zellagon-Gläsern. Das schmeckt, glaube ich, ganz gut. Hervorragend. Ich du trinkst es ja, du wächst immer jünger, ne? Ja, und immer konzentrierter. Ja, richtig. Und die Haare wachsen wieder. Das, was man nicht abgesprochen ist, okay. Lieber Charlie, wir wollen ein bisschen musikalisch einsteigen. Über deine Fußballkarriere wissen wir alles. Da hatten wir letztes Mal eine Frage, mit wem wurde er deutscher Meister? Natürlich mit dem Hamburger Sportverein und nicht mit Bayern München, das wissen wir ja. Aber wir wollen was wissen von dir, von deiner musikalischen Laufbahn. Wie bist du auf die Musik gekommen? Ich habe seinerzeit mit den Raimondos mal gemuckt, wie man in der Musiksprache spricht, mit den Raimondos. Und da hat dann die Politur ist auf uns aufmerksam geworden. Und dann sind sie mit mir ins Studio gegangen und haben dann eine Platte produziert. Das war so eine Art Schmusemusik, die eigentlich nicht zu mir passte. Es sind allerdings 20.000 Platten davon verkauft worden, aber es war nicht meine Richtung. Ich bin mehr ein Beat- und Rocksänger gewesen. Und gut, was nicht ist, kann vielleicht nochmal werden mit meinem Freund Lucio, den wir vielleicht, wir gehen irgendwann mal wieder ins Studio und wollen dann nochmal was versuchen. Und wenn es gut ist, dann werden wir das auch zum Besten geben. Du bist mit vielen aufgetreten, unter anderem in vielen Fernsehsendungen und auch, glaube ich, mit, erzähl doch mal auf, glaube mit Katharina Valente bist du aufgetreten. Richtig, das war in Griechenland, da haben wir einen kleinen Song absolviert. Ich bin bei der Oldie-Nacht dabei gewesen, als sportlicher Sänger oder als singender Sportler, wie man so schön sagt. Da waren Kaliber dabei, wie Ted Herold, Michael Holm, Bill Ramsey, Peter Kraus. Und Peter Kraus sagte, Mensch, du hast ja auch richtig Talent dafür, aber eigentlich ist die Muse zwar mein Hobby und meine große Liebe, aber als Sänger kann ich nur eine bestimmte Richtung darstellen und das will ich mit Lucio nochmal versuchen und vielleicht, wenn es gut ist, dann werden wir dann auch vielleicht produzieren. Nicht? Wundervoll. Du hast einen Titel rausgebracht, wie hieß der genau? Ja, das war die A-Seite, das kann ich dir nicht verzeihen und die B-Seite ist ein Kuss. Ah ja. Nicht? Reine Schmuse-Songs und ich kann da eine Anekdote zu erzählen. Bevor du sie erzählst, möchten unsere Fernsehzuschauer erstmal sehen, wie du gesungen hast. Und wir haben was Aktuelles für dich, aktuelle Aufnahmen und da singst du den Titel. Schauen Sie doch mal rein, bitte sehr. Ich bin so verliebt in dich und nun lässt du mich allein. Das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen. Immer war ich dir so treu.
Sonnenschein. Das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen, das kann ich dir nicht verzeihen. Das waren aktuelle Eindrücke, vor kurzem hier aufgezeichnet in Hamburg. Man sieht Mördererfolg, immer noch das Publikum johlt und alle kennen dich musikalisch und wir werden mit Sicherheit demnächst wieder was von dir Musikalisches erleben. Du hattest vorhin etwas angerissen, Anekdoten, die möchten wir hören. Ja, das ist ganz merkwürdig gewesen. Ich habe gesungen und ich habe ja eine sogenannte Fistelstimme. Ne? Ich habe damals Buddy Holly, Paul Anker konnte ich imitieren und so weiter. Und nachdem meine Platte auf dem Markt war, da haben viele Leute mir geschrieben. Ich hatte sogar eine ganze Badewanne voll Autogrammpost bekommen. Ja. Und da haben viele an Carla Dörfel geschrieben. Die dachten, ich wäre eine Frau, ein Mädchen, weil die Stimme zu hoch war. Also nicht, also eine reine Fistelstimme, eine sogenannte Eunuchenstimme. Nicht? Und da hätte man auch mehr draus machen können. Aber das war diese sogenannte Anekdote. Die Leute haben teilweise an Carla Dörfel geschrieben. Also ich bin ja eigentlich nach wie vor noch ein Mann. Nach wie vor, ja, das soll auch so bleiben. Ja. Das ist mal was für die Vitale. Tun. Zellagon, kann Sie übrigens auch reingehen, www.zellagon.de, dort gibt es die Informationen hier, wir sind richtig fit und konzentriert, hochkonzentriert, für alle Sportler richtig gut und auch wichtig. Ne? In der Tat. Ihr habt beide was vor, das haben wir schon mal angerissen, lieber Luciano, ich komme drauf zu sprechen, du bist in Italien weltbekannt, kann man sagen, hier in Deutschland hast du durch viele Sendungen bei mir natürlich auch schon gut gepunktet und hast eine Fangemeinde aufgebaut und so ist es ja. Du bist in Deutschland viel unterwegs. Erzähl doch mal ein paar Titel, die du singst. Die Fernsehzuschauer kennen sie sicherlich, aber erzähl doch mal, was sind deine größten Erfolge? Also meine größte Erfolge ist Mama Italia. Ich singe in Deutsch, habe ich immer oft bei dir auf Sendung gesungen. Ich bin viel unterwegs, ich mache Tournee in Ostsee, Berlin bin ich bei all meiner Tochter auch, weil meine Tochter singt auch. Und jetzt habe ich diese italienische Platte rausgekommen und nächste Woche bin ich in Rom mit meiner Tochter und in Sanremo wollen wir ein bisschen da singen, sind wir eingeladen und wir waren gerade in Belgien, also wir sind viel unterwegs und ich freue mich auch, bei dir hier zu sein heute in Hamburg. Du hast aber noch einen ehrlichen, lebendigen Beruf, sag ich mal, weil lebendig, da musst du viel schrauben, da bist du auch mal unterm Auto. Du hast eine Autowerkstatt. Ja, ich habe eine Autowerkstatt in Hamburg. Ich bin Blechkosmetiker, das heißt, ich verschöne die Autos. Oh, Moment, da fällt mir was ein. Deine Frau ist aber auch Kosmetikerin, die macht sogar Schönheitsoperationen. Ja, Assistenten. So, darf ich was zu unserem Fernsehen? Man sieht das gar nicht, dass die Frau Schönheitschirurgin ist. Aber ruhig. Erzähl weiter. Ich habe schon eine neue Nase bekommen. Nein, zu meinem Beruf zurückzukommen. Ich bin Blechkosmetiker, also Blechschlosser. Ja. Und ich verschöne die Auto. Ich repariere hier in Hamburg seit vielen, vielen Jahren mit meinem Bruder. War ich früher, jetzt bin ich alleine. Ich freue mich, es ist ein guter Job. Natürlich ist es sehr anstrengend, aber was schön für mich ist, am Wochenende habe ich Relax und singe ich gerne und bin unterwegs. Und dann, das ist dieser Unterschied von Arbeit und zum Arbeiten. Der singende Mechaniker, kann man sagen. Ja. Bringst du dein Auto auch zu ihm? Ja. Ja, eigentlich ja. Nicht? Ja, und er ist gut, ne? Ja, Beruf, er ist sehr gut. Und als Sänger ist er noch besser. Mhm. Nicht? Seine Tochter auch, das kann ich nur bestätigen. Das werden wir heute im Bürgerhaus in Glinde auch, wird er das zum Besten geben. Genau, dann wir sind heute Abend und singen ein bisschen schön. Da werden Sie dann auch Ausschnitte sehen. Ja. Jetzt komme ich nochmal drauf zu sprechen. Wie fängst du eigentlich den Tag an? Was frühstückst du? Ja, ich frühstücke, ich sagte mal, primär esse ich viel Schwarzbrot. Das muss man also für die Verdauung nehmen und anschließend dann auch mal ein Brötchen. Etwas sündigen darf man auch mal, nicht? Auch mal ein Tässchen Kaffee, das kann ich nicht verleugnen. Also schön Bohnenkaffee, also mit viel Milch, das ist so meine Devise. Und dann nehme ich gerne echten Honig von meinem Freund Fred Heckblum. Der hatte eine eigene Imkerei. Ah ja. Und dieser echte Honig, das ist ja auch eine Art Naturzucker. Ja. Und das schmiere ich dann auf die Brötchen und das ist hervorragend. Also, dann trinkst du hin und wieder Vitale mal. Vitale mal und da komme ich jetzt auf einen Punkt, der ganz wichtig ist. Nimm ruhig noch mal einen Schluck vorweg. Ich nehme noch einen Schluck. Richtig schön. Vitale ist ja für die Konzentration klasse von Zellagon. Und du bist Jongleur, Musikjongleur. Das auch noch. Nicht? Und da musst du dich hochkonzentrieren. Ich habe auch einen ordentlichen Beruf gehabt, auch wie Lucio. Er ist Mechaniker, ich bin Buchhalter gewesen.
Und darüber hinaus haben wir dann alle unsere Hobbys, ne? Die haben wir dann auch, ich fröne noch eine Jonglierarbeit, ich bin ein großer Jongleur, ich bin Artist in dem, im schlechten Sinne, und ich habe sogar den goldenen Clown als Auszeichnung von der Zeitung Manege bekommen für den Auftritt im Zirkus Fliegenpilz. Und jonglieren, da muss man sich doch hochkonzentrieren. Ja, oder? Ich habe jetzt im Schmitz-Theater ein Tablett mit 4 Gläsern balanciert, und das ist eine ganz tolle Sache, aber das ist so drin. Also ich habe das Talent dafür, ohne viel Vorarbeit habe ich das dann gemeistert. Wunderbar. Also, bist richtig hoch konzentriert. Ja. Kommen wir zu unserer Frage noch einmal. Und zwar, er ist ja nicht nur als Jongleur, als Musiker und als Fußballlegende, das kann man ja sagen, tätig, sondern er hat auch vor kurzem etwas Neues rausgebracht. Und das ist unsere Frage. Was hat Charlie Dörfel, der Gerd Dörfel, vor kurzem rausgebracht? 01, ein neues Buch, oder 02, eine aktuelle CD? 013, 78 66 67, plus die jeweiligen Endziffern 01, ein neues Buch. Mhm. Gehen Sie mal im Buchladen, gucken Sie mal, ob da vielleicht der Charlie Dörfel mit seinem Buch dabei ist. Oder 02, eine aktuelle CD. Das dürfte zu beantworten sein. Es winken tolle Preise, unter anderem eine Reise mit Charlie Dörfel und mit Luciano nach Italien, wollte ich fast schon sagen. Also zumindest einen Gutschein gibt es über 500 Euro. Ins Wunderland. Genau. 013 78 66 67. Plus die Endziffern. Luciano, was frühstückst du? Wie fängst du den Tag an? Also morgens schön Espresso, muss Italiener mit ein bisschen Grappa drin, ist normal. Ah ja, ja. Fangen wir den Tag schön an. Schwarzbrot ist sehr gesund auch. Und ich trinke gerne Saft oder Tee dazu auch noch. Ja. Weil ich brauche viele Vitamine, Stärke. Du variierst. Er variiert, das hört sich gut an, genau. Luciano, wir können schon ein bisschen was verraten, und zwar, du singst mit deiner Tochter und deine Tochter singt auch alleine. Liegt das bei euch im Blut oder hat sie gesehen, du hast Erfolg mit deiner Musik? Das ist so, als sie jung war, meine Mama hat immer gesungen und sie hat auch so in einer Band gesungen, deswegen haben wir ein bisschen von der Familie her. Und ich in der Werkstatt Abend singe ich auch, und sie war klein und hat immer zugeguckt und hat gesagt, darf ich auch mal singen? Habe ich gesagt, gut, dann singen wir mit. Und so sind wir zum Gesang-Imperium geworden. Du musst dich ja in deinem Beruf auch hoch konzentrieren, um bei unserem Partner Zellagon zu bleiben. Übrigens können Sie ins Internet gehen unter www.zellagon.de. Da musst du dich hoch konzentrieren. Du kanntest das Produkt nicht, hast du gesagt. Nein. Du kannst jetzt gerne mal einen Schluck probieren. Aber ich denke mal vom Geschmack her, man merkt die Erdbeeren, alles was drin ist, alles was gut ist, kommt es gut an. Ja, musst du dich wirklich, wenn du jetzt reparierst Autos, musst du dich da hochkonzentrieren, sind die ja schon Wähler unterlaufen? Konzentration 100%, weil das ist auch eine gefährliche Arbeit, was ich mache, das muss auch alles 100% sein. Und ich glaube, in Zukunft werde ich mehr davon bestellen, weil das ist... Reaktion, die ganzen B-Stoffe, B6, B12. Das, Und die ganzen B, wird ruhiger dadurch. Ja, und ich bin ja fast schon eingeschlafen hier. Ne? Ich muss da hinzufügen, er muss so gut arbeiten, dass der Kunde keinen Kolbenfresser bekommt. Genau. Rufen Sie an bei uns in unserer Morning Show 013 78 66 67, plus die Endziffern, und zwar unsere Frage, da großes Gelächter. Was hat der Charlie Dörfel rausgebracht vor kurzem? War es 01, ein Buch, wenn Sie unsere letzte Sendung gesehen haben, immer so namens 8.30 Uhr, dann wissen Sie das, oder 02, eine aktuelle CD. Was hat dieser junge Mann, der Charlie Dörfel, der vor kurzem seinen 40. Geburtstag gefeiert hat, rausgebracht? 01, ein Buch, oder 02, eine CD? Danke, was trinkst du? Zellagon trinkst du. Zellagon natürlich. Prosit. Also, genau. Also unbedingt anrufen, 01 378 66 67, plus die Endziffern. Rufen Sie an, denn das kommt mit Sicherheit gut, und Sie gewinnen natürlich was. Das war's fast schon wieder hier mit unserer Sendezeit. Ich danke, dass du ein zweites Mal bei mir warst. Ja. Und wir werden dich mit Sicherheit in der Morning Show nochmal erleben, weil hier ist gute Stimmung angesagt. Wir sagen Dankeschön, Dankeschön. Mit Zellagon. Ja. Und ich trinke jetzt mal ein Cappuccino aus unserem Logopack-Becher, denn Logopack ist ja auch, hier ist alles vertreten. Wir nehmen mal Wechselbäder. Wir wechseln jetzt Wechselbäder. Logopack, das ist ja der Hersteller für Strichcode-Technik und Etikettenmaschinen etc. Aus dem Becher trinken wir. Alles Gute, Good Morning und bis zum nächsten Mal. Salute, alles Gute. Ciao, ciao. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Ellermanns Morning Show wurde präsentiert von Logopack, führend in RFID und Strichcode-Technik.